Na? Hast du schlecht geträumt? Yes! Bist du schwer? Wie schwer bist du schon? Sag mal, spinnst du, Jonathan? Geh, Marie, lass mich rein. Hast du was getrunken? Nein, ich hab Sehnsucht gehabt. Ted, geh hinten rum. Los, verschwind. Nur schnell. Was war denn? Nix. Ja, entschuldigen Sie bitte die Störung, Dr. Wagner. Markus Sedlitz spricht hier. Ja, ich habe heute Bereitschaft und bin in der Zentrale, weil es Alarm gibt. Und es schaut so aus, als ob in Dukovany was Ernstes passiert wäre. Der Punkt für die Strahlmessung dort leuchtet rot. Rot, sagen Sie? Ja, rot. Und von der tschechischen Aufsichtsbehörde liegt bereits eine Meldung vor. Und das EKC will eine Einschätzung der Lage. Nehmen Sie Kontakt mit den Tschechen auf. Ich bin gleich bei Ihnen. Gut, danke. Obsazeny. Prosím, čekajte.
Jonathan? Sag einmal, weißt du, wie spät es ist? Wo warst denn du? Ich hab einen Batschen gehabt. Marsch ins Bett. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Ist er jetzt erst heimgekommen? Wieso? Aber ich hab gehört. Ein Klo war er. Und ich kann nicht schlafen. Ich muss kurz weg, mach's da allein weiter. Und vergiss nicht auf das hefefreie Brot. Gubi, I've got your message. Is this true? Okay. Was ist los? Feuerwehrnotruf? Ja. Ja, die Feuerwehr ist. Danke. Ich bitte, schickt mir die Feuerwehr und die Rettung zu den Unfallstellen auf der B34. Nein, das waren zentral in Niederösterreich, Friedl, guten Morgen. Ah, Onkel Sigmund. Nein, bei uns ist kein Alarm. Wo ist denn das her? Von meinen Kontaktleuten in Tschechien. Bitte, aber das sind private Stationen, wer weiß, was die messen. Im Gegensatz zu euch wissen die ganz genau, was los ist. Sie dürft froh sein, dass ich die anrufe. Onkel Sigmund, jetzt hör einmal zu, ja. Die Strahlenzentrale in Wien hat Verbindung zu einer Station, die direkt beim Kernkraftwerk ist. Und wenn da was wäre, dann hätte ich da schon längst eine Meldung. Also, vierte. Beamtenschild, Herr Neffe. Was hat er gesagt? Are you sure? And you keep us informed. Okay, thanks, bye. Wagner? Ja, Herr Dr. Sedlitsch nochmal. Also ich habe jetzt jemanden von der tschechischen Aufsichtsbehörde erwischt, aber die können noch keine Angaben machen, was genau passiert ist. Aber wieso zeigt dann die Messstation was an? Haben Sie die überprüft? Also soweit das von hier aus festzustellen ist, funktioniert die einwandfrei. Aber Sie sagen, Sie versuchen das Problem in den Griff zu bekommen und halten uns auf dem Laufenden. Ja, informieren Sie die Landeswarnzentrale in Niederösterreich. Ich bin gleich da. Mach ich. Können Sie bitte schneller fahren? Was ist? Ja, wir haben gerade ein Fax reingekriegt von der Strahlenzentrale in Wien. Wir haben einen Störfall in Dukovany. Nein, es gibt nichts Konkretes. Austritt von Radioaktivität festgestellt. Ruf uns den Führungsstab zusammen, ich komme so schnell wie möglich. Gut ist. Was ist los? Wahrscheinlich gar nichts, ich muss früher rein. Lauf zurück rein. Schon jede Nacht. Ja. Vielleicht ist er ja jetzt schon eifersüchtig. Bringst du mir noch Spalier für die Bohnen mit vom Dulner Baumarkt? Das mache ich am Heimweg. Batterien brauchen wir auch noch. Ja.
die Strahlenzentrale? Wir versuchen immer noch von der tschechischen Aufsichtsbehörde genaueres zu erfahren. Was empfehlen Sie? Noch nichts, außer für die Bereitschaft. Die Landesmannzentrale wurde alarmiert. Gut, dann geben Sie diese Information ans Verteidigungsministerium weiter, ja? Und Sie informieren die Außenministerin, die sollen sich mit der tschechischen Regierung in Verbindung setzen. Ich soll die Ministerin aus dem Bett holen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn sich die Frau Minister beschwert, dann können Sie sie an mich verweisen, ja? Das macht mir gar nichts aus. Guten Morgen, von Ihrer Seite schon irgendwelche relevanten Details? Guten Morgen, Herrschaften. Sie wissen alle, warum wir da sind. Es geht um Dukovany. Fassen wir bitte zuallererst zusammen, was wir bis jetzt überhaupt wissen. Wer braucht denn der Nigel? Siebene. So how do you explain the radiation? What difficulties? Cooling system. Uh-huh. And what did you do? And what do you suggest? Okay. Okay, bye. Was haben die gesagt? Nur, dass die irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Kühlkreislauf haben. Kühlkreislauf? Welcher bitte? Haben die das angegeben? Nein. Also Sie können sich den Austritt der Radioaktivität auch nicht erklären, aber der zuständige Beamte klang mehr als nervös. Haben die schon irgendwelche Maßnahmen veranlasst? Na. Wie ist die Wetterprognose? Sekunde. Also insgesamt ist die Wetterlage nicht sehr stabil. Es sind jedenfalls Gewitter im Süden Tschechiens zu erwarten. Die Windrichtung ist Nordwest. Nicht in unsere Richtung. Naja, und wenn der Wind dreht? So jetzt Spekulationen anstellen. Bei Tschernobyl haben sie uns auch tagelang in Umrissen lassen. Da hat schon die ganze Zeit gewusst. Jetzt machst du gar keinen Fall aus dem Haus, Erika. Alle den Garten. Du hast die Fenster zu. Sag mal, wo gehst du hin? Die Leute warnen. Stell den Ofen an, geh heim. Was? Dukovany ist ein Unfall passiert. Chef, bleibt halt zu. Morgen. Morgen, Frau Grad. Soll ich Ihnen einen Kaffee richten? Na danke, ich muss gleich los. Heute am Abend wird es ein bisschen laut werden. Wir haben nämlich eine Hochzeit. Ich werde es überleben. Wiederschauen. Wiederschauen.
Hallo? Was ist denn? Für was, Bürgermeister? Na, geh bitte, Gubi, was ist denn jetzt schon wieder? Es ist was passiert. Was? In Dukovany hat es einen Unfall gegeben. Wie war's, Dukovany? Was haben wir? Dort ist, wie du vielleicht weißt, ein Kernkraftwerk und das hat Alarm. Was? Komm! Komm ja. Nächste Zeit, dass es wieder mal regnet. Mhm. Morgen. Morgen. Morgen, Schätzl. Morgen. Fuchs war wieder da heute Nacht. Gansl sind ganz narrisch geworden. Hast du was gehört? Nein. Muss ich halt wieder mit in die Schule? Ich muss aber zuerst die Gänse ausliefern. Ja, geht sich aus. Und zum Schlachthof muss er auch noch fahren. Da geht sich trotzdem aus. Und du musst noch die Kühe auslassen. Ja, Mama. So, ihr Lieben, heute haben wir eine Hochzeit. Wer hält sich freiwillig? Wie geht's weiter? Komm. Weiter jetzt. Ich bin schon da. Hast du alles benannt? Ja. Dann fahr mal. Wie lange habe ich überhaupt noch nicht gebraucht? Um die Ecken wohnen ist auch kein Vorteil. Wir rufen sie immer, egal ob ich Bereitschaft habe oder nicht. Ja, glaub ich da. Jeden Tag eine Stunde im Auto, bei mir reicht's. Ja, jetzt mittlerweile auch schon. Wann ist es denn soweit? Ende Oktober. Na, bravo. Das ist Option. Und, weißt du schon, was es wird? Sehr gut. Morgen. Ich bin bei Ihnen. Danke. Guten Morgen. Morgen. Und? Gibt's schon was Konkretes aus Wien? Nein, die können auch noch immer keine Angaben machen. Unsere Messgeräte zahlen ganz normale Werte. Rufen Sie die Kollegen in Tschechien an, die müssen was wissen. Passt. Was tut sie an der Grenze? Ich weiß noch nichts, alles ruhig. Wir sollten trotzdem Strahlenspürtrupps raufschicken und eine Luftspüreinheit. Dann wissen wir wenigstens, ob kontaminierte Fahrzeuge aus Tschechien kommen. Aber die Strahlenzentrale hat noch keine Empfehlung abgegeben. Na ja, dann ist es halt bis auf weiteres eine Übung, oder? Unsere Leute sind jedenfalls parat. Okay. Kannst du die tschechischen Kontaktleiter anrufen, bitte? Landesmannzentrale Niederösterreich, Friedl, grüß Gott. Ja, Meyerhofer hier. Wir brauchen Strahlenspüreinheiten. Moment doch. Herr Renolder, da fragt der Gemeinde, ob sie per Sirene alarmieren soll. Welche Gemeinde? Der Bürgermeister von Horn. Stimmt's ja. Herr Friedl, Sie rufen jetzt nochmal die Zentrale an und machen Druck. Wir müssen wissen, was los ist. Gutes. Grüß Gott, Herr Bürgermeister Reinholder. Was kann ich für Sie tun? Aha, und woher haben Sie die Information? Nein, ich habe einen Bekannten, der hat gesagt, dass da was im Bus steht. Was? Bitte, einen schönen Tag noch. Ja. Also, die Landesmannzentrale bestätigt, dass es keinen Grund für Alarm gibt. Sobald die genaueres wissen, melden Sie sich bei uns. Du kannst gern mit dem Herrn aus der Tschechei sprechen. Der bockt jetzt gerade seine Familie und zusammen. Bitte! Hör auf mit dieser Panikmache. Geh's raus und lass die Leute in Ruhe ihre Arbeit machen. Ich möchte trotzdem was sagen.
mag ich in den Kindergarten. Ja, aber warum denn nicht? Da spielst du mit Matthias. Der ist blöd. Mit Martin? Der ist auch blöd. So, ich muss heute eine Früh zum Arzt. Das nimmt mir auch keiner ab. Aber wir werden den Vormittag schon beide überleben, gut? Ich hab's eilig, aber schneid dich selber an. Morgen, Frau Kaufmann. Guten Morgen. So, da ist er. Bitte schön. Was kann ich waschen, das ist zu fleißig. Das Frühstück zeigt aus dem Ivo, Jonathan. Du machst mir die Füllung fürs Gansl. Ich glaube, dass die schön würzig wird. Ja? Morgen, die Ganseln warten da. Ah, endlich, die Gattin vorne hat das Geld. Ja? Jonathan, hilfst du ausladen, danke. Okay. Hier innen ist der Herr Schretzer, ist da. Übernimmst du das bitte? Hey. Und soll ich kommen? Nach der zweiten Stunde? Okay. Warte, ich nicht gerade rum. Und dein Vater? Es geht schon. Okay. Du, Giovanni, hat kein Containment. Wenn da was du, ich bitte verschon mal mit deinen Fachausdruck, ja. Das heißt, der hat kein Beton haben. Wenn da was Ernstes passiert, ja, dann kommt der ganze Dreck durch die Decken und was es dann noch zu uns wackelt, dann gute Nacht. Aus dem Wetterbericht hat schon gehört. Der Wind kann jederzeit drehen. Und wenn ein Gewitter kommt, dann sollte wirklich keiner auf der Straße sein. Willst du nicht mehr wissen als die Leute von der LWZ? Das sind doch genauso träge Beamtenschirren wie du. Wenn sich da mal was rührt, können wir uns alle einrechsen. Ich kann plötzlich nicht. Beim letzten Hochwasser haben die Erfahrungen geleistet. Ja, aber Radioaktivität ist was anderes. Die sieht man nicht, die riecht man nicht. Und die Enkel haben auch noch was davon. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Lass den Strahlenalarm aus, sag denen Leuten, sie sollen in die Häuser gehen und die Fenster schließen und lass Jodtabletten verteilen. Also gut. Ich werde mit unserem Zivilschutz mal sprechen. Du musst den Leuten noch in die Augen schauen. Was hätte? Die drei. Soll ich die abholen? Nein, in den Bus. Okay. Vierte Schätzl. Hey. Na, meine Damen, brauchen wir extra Einladung. Herr Minister, wir haben die nötigen Maßnahmen bekannt, sobald wir einen Anhaltspunkt haben.
Mir ist bewusst, dass die Landeswarnzentrale Informationen braucht. Aber wenn wir nichts wissen, können wir nichts empfehlen. Es besteht zurzeit noch kein Hinweis auf eine Gefährdung Österreichs. Geben Sie uns noch Zeit, bitte. Ja, ich melde mich wieder. Die tschechischen Behörden haben EU-Alarm ausgelöst. Was? Ja. Da, teilweise Zusammenbruch aller gestaffelten Sicherheitssysteme, Analyse zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Es ist von schwerer Kontamination in Teilen der Anlage auszugehen. Geringe Freisetzung, unmittelbare Umgebung. Die Notabschaltung des Reaktors ist im Gange. Das ist kein Störfall, das ist ein Unfall. Wie ist das Wetter? Ja, die Windrichtung ist immer noch Nordwest, aber das heißt gar nichts. Das kann sich jederzeit ändern. Aber wenn der Reaktorkern geschlossen ist, kann es keinen Partikelaustritt geben. Schon gar nicht in höhere Schichten, da kann es wohl so nichts zu uns wehen. Hat die Meldung bei Equiri? Wenn das nur eine Kleinigkeit wäre, dann lösen die doch nicht EU-Alarm aus. Ja, was wäre nicht das erste Mal, dass einer von denen überreagiert? Das haben wir doch gerade gehabt in Grischko. Ja, kommt hinaus, möchte ich haben, Frau Kollegin. Wir werden trotzdem Präventivmaßnahmen setzen. Und welche genau? Stellen Sie Seibersdorf auf Hochbetrieb ein. Wenn da kontaminierte Fahrzeuge rüberkommen, dann muss man den Dreck irgendwo entsorgen. Und melden Sie ein Ereignis der Größenordnung Ines 4. Das ist Ines 4? Ja. Was für mich wichtig ist, ist, dass der Informationsfluss zwischen den Mitgliedstaaten. Ja? Das heißt, das passiert automatisch. Da müssen wir nicht noch extra was dazu geben. Ich bin gerade vom Lebensministerium gekommen. Ich rufe Sie gleich zurück. Ja? Bitte. Die Strahlenzentrale meldet Ines 4. Das ist kein normaler Störfall, das ist ein Unfall. Momentan noch keine relevanten Kontaminationen auf österreichischem Bundesgebiet, aber durch die Grenzen hier könnte man ein ernstes Problem kriegen. Sie informieren die Bundesregierung, Sie verbinden mich mit dem Krisenbeauftragten vom ORF. Die tschechischen Behörden haben uns informiert, dass sie die Bevölkerung im weiteren Umkreis des Kraftwerks aufgefordert haben, sich in geschlossene Räume zu begeben. Die unmittelbare Umgebung wird sicherheitshalber evakuiert. Eine Gefahr für Österreich besteht zurzeit nicht. Das klären die ja selber nicht. Wenn die Wetterlage so bleibt, dann haben die in Drebitsch ein Problem. Schlimm für die, aber wir sind aus dem Schneider. Ja, und wenn sich das Wetter ändert? Ja, dann müssen wir unsere Bevölkerung ebenfalls auffordern, in geschlossenen Räumen zu bleiben, bis der Spuk vorbei ist. Wie, und das war's? Sollten wir unsere Leute nicht vielleicht vorsichtshalber warnen? Herr Reinolde, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Panik. Ja? Das wird wesentlich mehr anrichten, als wenn ein paar wenige der geringen Strahlenmenge ausgesetzt würden. Also mit Verlaub, aber Sie haben leicht reden. Ihre Familie sitzt in Krems und nicht in Horn. Herr Reinolde, wir treffen hier reine Sicherheitsmaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen. Ja? Alles, was Panik hervorruft, ist zu vermeiden. Veranlassen Sie die nötigen Schritte, um im schlimmstmöglichen Fall gerüstet zu sein, aber keine Sirene. Bitte verstehen Sie mir richtig, ja? Ich möchte die Bevölkerung genauso schützen wie Sie. Ich glaube, keiner hier nimmt das auf die leichte Schulter. Ich muss jetzt den Herrn Landeshauptmann informieren. Also die Grenze dicht machen können wir nicht. Wir werden in Mitterrätzbach und in Kleinhaugsdorf Kontrollpunkte einrichten, falls verstollte Fahrzeuge über die Grenze kommen. Ihr schickt eure ABC-Einheiten da drauf, damit sie die Rettung und die Feuerwehr unterstützen, okay? Apotheken und Schulen sollen sich auf die Ausgabe von Jodtabletten vorbereiten. Und macht ihnen dann klar, dass alle über 45 keine brauchen, sonst fressen die Kinder alles weg. Und wo sagen wir den Bürgermeistern? Habt ihr gehört, keine Sirenen, aber sie sollen sich auf den Notfall vorbereiten. Herr Friedl, Sie behalten bitte ständig das Wetter im Auge. Sobald sich da irgendwas ändert, würde ich sofort wissen. Gut ist. Thank you.
Entschuldigen Sie, wo sind denn die her? Aus Spanien. Und Bio? Ja. Wir melden uns mit einer kurzen Sonderausgabe derzeit im Bild. Im Atomkraftwerk Dukovany im Süden der Tschechischen Republik hat sich ein Unfall ereignet. Laut offiziellen Angaben besteht derzeit keine Gefahr für Österreich. Versuchen Sie dennoch, Ihre Radios und TV-Geräte eingeschaltet. Die sagen, es besteht keine Gefahr. Ihre Informationen gibt. Hast du jemals schon was anderes gehört? Radio, Fernsehen und natürlich im Internet. Das ist jetzt schon Fernsehen, so, dann muss es sehr arg sein. Sigmund, du machst mir Angst. Oder Herr Bürgermeister, hast du das auch schon gehört? Ja, ich komm gleich. Vielleicht hat der Wappler jetzt du was kapiert. Sigmund! Sigmund, was soll ich jetzt machen? Guck ein, was ins Auto passt. Wenn ich zurück bin, fahren wir zu Irmi nach Mödling. Kann nichts sein. Ihr wisst seit Tagen, dass die Hochzeit heut. Nein. Nein, um 1 habe ich 60 Leute da. Ja, das will ich hoffen. Und was. Ja, was ist mit den Musikern? Wann kommen die? Nein, nichts ungefähr. Ja. Ja, gut, danke. Wiederschauen. Du kannst noch mal die Karte mitchecken. Ja, mach das. Weinrestaurant Nigel, grüß Gott. Nein, das. Das tut mir leid. Nein, heute sind wir vollkommen ausgebucht. Jasmin, was ist mit den Vorspeisen? Die kommen gleich. Die Kanzel könnten schon längst im Rohr sein. Okay. So. Ich schmeckt noch ein bisschen fad, da muss ein Muskatnuss rein. Sag ich dir. Sag mal, was soll denn das sein? Füllung fürs Ganze. Ich hab gesagt, würzig, nicht versalzen. Was kannst du denn auch mal machen? Wenn du so weiter tust, kannst du leer im Ibis-Hotel fertig machen. Du willst ja sehen, woher der Wind weht. Mach doch deine Scheißfüllung das selber. Der Papa meint's nicht so. Aber ich mein's so. Ich wollte eh nie in der depperten Kuchen stehen. Du bist so ein. Was?
Den Dukovani haben denselben Jagd, aber die in Bohunice. Und das vor Jahren schon einen schweren Zwischenfall gegeben. Wir können uns trotzdem nicht über die Maßnahmen der Landeswarnzentrale hinwegsetzen. Das stimmt so nicht ganz. Der Bürgermeister kann jederzeit entscheiden. Aber die haben sich schon gemeldet, dass wir uns vorbereiten sollen. Was sind denn deine Leute in Tschechien drüben? Meine Kontaktleute haben eigene Messstationen und die Ergebnisse sind eindeutig. Wenn da mal Radioaktivität austritt, dann ist da ordentlich die Kacke am Dampfen. Und warum haben die von der LWZ noch keinen Alarm gegeben? Das darfst du mich nicht fragen. Sie haben wahrscheinlich Angst vor einer Panik. Da haben die gar nicht Unrecht. Außerdem, wenn die Leute heute eine Sirene hören, dann glaubst du, das ist eine Feuerwehrübung. Es kennt doch heute keiner die Zivilschutzsignale. Woher denn auch? Die in Wien und in der Landeswarnzentrale sind weit weg. Wir stecken mittendrin. Von 500 Konzerten sind 241 für die Violine als Soloinstrument komponiert. Vivaldi hat das Solokonzert als eine... Marie, was ist denn so spannend da draußen? Nix. Kannst du uns was über die Ritornelle von bei Vivaldi erzählen? Entschuldige, Magdalena, wir sollen zu Frau Direktor kommen. Was ist los? Keine Ahnung, komm bitte. Ihr bleibt ruhig, ich bin gleich wieder zurück. Du, Lisi, wenn er fragt, mir war nicht gut. Wir werden die Schüler in der Aula versammeln. Die Schüler müssen so lange im Gebäude bleiben, bis wir sie der Obhut der Eltern übergeben können. Boah! Mama? Ja. Los. Steigen Sie bitte wieder in Ihr Fahrzeug. Das gibt's ja nicht. Kontaminiert! Please what? Can you please drive on the left side? Yes. Kontaminierter Ford Focus AX54.
Und zwar? Was? Nochmal bitte. Also, das ist doch völliger Blödsinn. Sie müssen sich um eine Zehnerpotenz geirrt haben. Womit? Unsere Leute an der Grenze messen bei einreisenden Autos Strahlung in der Größenordnung von 40 Millisievert. Ja. Einen Moment bitte, ja? Ja, was haben Sie für Messgeräte im Einsatz? Das gibt's nicht. Es ist immer eins. Okay. Und die zeigen alle das Gleiche an. Ja, one second. Okay. Danke, ich wollte nur sicher gehen. Tschechische Aufsichtsbehörde. Wegen geringfügiger Strahlung, da muss viel mehr passiert sein. Hallo? Aha. Yes. Not. Aha. Okay. So you give me an update every half an hour, okay? Thanks. Der Reaktor ist noch immer nicht stabil. Isabella, wir müssen so schnell wie möglich die Kinder hinein. Kommt's. Nein, der hat zu. Lass alles liegen, wir müssen ganz schnell hinein. Nein, kommt so. Ihr könnt es drinnen weiterspielen. Wir können es später wegbringen. Wir müssen ganz schnell hinein in die Kinder. Komm. Mario, ist der Theo drin? Frau Renner, wissen Sie, was da los ist? Ihr Mann sitzt doch direkt an der Quelle. Er hat mir gesagt, ich soll einen kleinen abholen und das Haus alle Fenster fest verschließen. Der Bürgermeister hat auch schon anrufen lassen und gesagt, dass wir die Kinder ins Haus bringen sollen. Was soll ich denn jetzt bitte machen? Ich hab keine Ahnung. Rufen Sie einfach alle Eltern an und sagen, ihnen sollen die Kinder abholen. Ist ja lustig, die meisten arbeiten in Krems oder in Wien. Ich bin genauso ratlos wie Sie. Aber das ist sicher eine Vorsichtsmaßnahme, da wird nichts sein. Ja, danke, ich möchte wieder.
Danke. Okay, schickt nur zwei Vorzeige auf, ich habe keinen Hauptstab. Ja. Herr Rinalda, schauen Sie das bitte an. Ja, mein Opa. Da braut sich ordentlich was zusammen. Der Wind hat Draht, weht jetzt Richtung Südwest. Das heißt, dass in der nächsten Stunde ein Gewitter haben zwischen Horn und Rätz. Wer hat das angeordnet? Der Bürgermeister von Horn hat Strahlenalarm ausgelöst. Er hat genau das Gleiche gemacht. Der Wind hat gedreht, also wurscht, was bei den Tschechen los ist. Uns betrifft es genauso. Herr Lechner, alarmieren Sie alle betroffenen Gemeinden. Die sollen prophylaktisch Jodtabletten an die Bevölkerung ausgeben. Wir sperren alle Straßen, die in das betroffene Gebiet führen. Wir sollten via Radio die Pendler auffordern, dass sie an ihren Arbeitsplätzen bleiben, sonst haben wir ein Verkehrschaos. Habt ihr die Sirene nicht gehört? Schaut, dass es heimkommt. Wir bauen noch irgendwas, oder? Irgendwas. Ein Turm. In Niederösterreich haben sie Strahlenalarm ausgelöst. Was? Das ist bei der Wetterlage vielleicht kein Fehler. Jetzt ja, macht das auch wieder und bricht das Chaos aus. Was tut sich an der Grenze? Das Bundesheer hat begonnen, die betroffenen Fahrzeuge zu dekontaminieren. Die Kollegen vom EKC wollen wissen, ob wir den Alarm ausgelöst haben. Nein, Herrgott! Nein, natürlich nicht. Alles in Ordnung. Wiederhören. Gregor? Wie schaut's da? Wie schaut's aus bei euch? Wie geht's euch? Wie ist denn das Wetter? Bei uns ist noch kein Gewitter. Folgendes. Du fährst jetzt zu deiner Schwester nach Gmunden. Du nimmst den Tee und nimmst sonst nur das Notwendigste mit, okay? Gregor, ich mach das nicht allein. Nein, hör mal zu, Anna. Mach, was ich gesagt hab. Fahr bis zur Autobahn nur auf Nebenstraßen. Und wenn's du Zeit, schickt's mir ein SMS. Ich hab einfach zu viel Stress. Ich hab wenig Zeit. Jetzt, okay? Ich fahr nicht allein. Baby, du machst es. Die brauchen sie da drin. Alles klar. Du, ich habe jetzt keine Zeit mehr, Anna. Mach's gut. Hey, ich bin bei dir. Baba. Thank you.
Der Wind treibt die Gewitter genau in die Gegend Hornrätz. Wir haben die Alarmmeldung bereits an alle betroffenen Gemeinden weitergeleitet. Die Leute, die kein Radio hören und den Fernseher nicht eingeschaltet haben, hören hoffentlich die Durchsagen von Polizei und Feuerwehr. Was machen wir mit den Bauern, die am Feld sind? Wir haben zu wenig Leute, um das abdecken zu können. Wir können zusätzliche Einheiten abstellen. Gut, macht's das. Schickt's alles auf, was da ist. Eine letzte Sache noch. Wir richten in Hollabrunn rund ums Hallenbad ein Auffanglager ein, um die Leute, die dem Regen ausgesetzt waren, zu dekontaminieren. Ich bin gleich wieder zurück. Ja. Was ist mit Evakuierungsmaßnahmen? Ja, Renolde, das ist völlig sinnlos. Das geht sich zeitlich nicht aus. Das heißt, die Leute wären genau dann draußen, wenn sie drinnen sein sollten. Westlich im Angelände eine Zivilperson. Ende. Herzberg, ich hol dir was. Mach's Fenster zu. Hallo? 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 Es ist zu, wir haben geschlossen. Machen Sie kurz auf. Mein Tank ist leer und mein Bus sitzt im Auto. Die haben gesagt, wir sollen im Haus bleiben. Ja, Sie brauchen ja gar nicht rauskommen. Machen Sie nur irgendwas, schalten Sie irgendwas ein, dass ich tanken kann. Ich bin ja weg. Bitte, Sie brauchen ja... Sie brauchen ja nur von Ihnen einschalten, dass... Kamm auf ihn. Hände weg. Aufladen. Auf 200. Auf 360. Vorsicht. Wunderbar. Ah, das ist der Regel. Die baut euch da drinnen auf, ja? Hinten rechts, wenn ihr fertig seid, nehmt euch ein Klapserl, ja? Operativ ist in Ordnung. Ja, habe ich angekündigt. Was haben wir gesagt? Frühlingsgebiete in den niederösterreichischen Bezirken Horn und Hollabrunn werden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Schließen Sie Türen und Fenster, schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen aus. Im Fall von Niederschlägen gehen Sie unter keinen Umständen ins Freie. Für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Stillende sowie Erwachsene bis 45 Jahre sollten umgehend Kalium-Jodid-Tabletten bereitgestellt werden. Was irgendwer von euch, wo der Jonathan ist? Aber erst nach ausdrücklicher behördlicher Empfehlung eingenommen werden. Na, bitte nicht. Haben wir solche Tabletten daheim? Nein. Ja, dann muss ich welche holen fahren. Aber... Und ich schau, dass ich den Buben irgendwo finde. Aber die haben doch gesagt, man soll zu Hause bleiben. Ich bin im Auto, ne? Ja, und schaut, dass die macht, was die gesagt haben. Fenster zu und... Komm. Ja, und wenn die Brautleute kommen, dann müssen sie halt aufs Kanzel warten. Thank you.
Und Leitner, kommt sie bitte her. Ich werde die leer schmeißen. Wieso habt ihr deinen Vater doch nie? Ist mir wurscht. Wird schon schlecht, wenn ich nur in die Küche reingehe. Hast du noch Thomas Lamm eh mitbekommen? Ins Haus gehen und Tabletten schlucken, Bussi Lisi? Die Witze von der Freundin werden aber auch immer stranger. Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist. Vielleicht war das der Grund für die Sirene heute in der Schule. Glaubst du echt? Ich weiß nicht. Ich möchte nicht noch sein. Du? Ja. Komm. Romantisches Platz, halt. Fenst. Was machen die da? Truppenübung vielleicht. Ich ruf die Lisi an. Geht's nicht? Nein. Was machen wir jetzt? Warten, bis der Ring vorbei ist. Ja. Jodabletten. Nein, nicht für mich, für meinen Sohn. Frau Nigel, sind wir abdecken? Frau Nigel? Nein, lass es stehen. Und wenn wer einen Hunger hat, dann soll er sich was nehmen. Ein lieber Busemann in unserem Eis herum.
vollen und halben Stunde auf dem neuesten Stand. Ich wiederhole, aufgrund des Zwischenfalls in Dukovany wird die Bevölkerung im Gesamtbundesgebiet gebeten, auf unnötige Fahrten zu verzichten. Pendler, die sich außerhalb der gefährdeten Gebiete befinden, werden gebeten, an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben. Die S5 und die S33 sind bis auf weiteres. Schau mir das gleich an. Wart halt, bis es aufhört. Aber geh. Bin ja nicht aus Zucker. Ja. Ja, bitte unbedingt im Haus bleiben. Na, schauen Sie, wenn Sie den Anweisungen folgen, dann kann Ihnen nichts passieren, ja? Gut, danke. Bitte schauen. Landeswarnzentrale? Nein, gnädige Frau. Also wenn Sie über 50 sind, dann bitte keine Jodtabletten. Ja, genau, für die Enkelschocke. Bitte kannst du mir das übernehmen. Also die Gegend ist abgesichert und es sind garantiert keine Leute mehr dort. Eine Einheit bewegt sich von Terras Richtung Schrattental. In der Gegend dazwischen sind alle Leute informiert. Garantieren wir aber keine. Und der Deckerplatz in Hollerbrunn steht schon? Der ist vor Ort und jeden Moment einsatzbereit. Sehr gut. Wie schaut's bei euch aus? Unsere Stollenschutzgruppen sind ein. Herr Renolder, schauen Sie sich die aktuellen Messdaten an. Was heißt das? Ja. Das radioaktive Fallout. Hotspots? Oh. Was heißt das für die Bevölkerung? Bessere Nachrichten haben es keine. Sie informieren den Innenminister, wir müssen den Notstand ausrufen. Und dann werden alle Einsatzkräfte in Niederösterreich zusammengezogen. Ja, aber... Ja, es wird doch heute nicht noch ein zweites Kraftwerk in die Luft fliegen. Ist du kalt? Ja. Danke. Magst du ein bisschen Musik hören? Ja.
melden uns noch einmal mit einer Sonderausgabe der Zeit im Blick. Der Unfall im Atomkraftwerk Dukovany dürfte doch wesentlich schwerwiegender sein als vorerst angenommen. Als Vorsichtsmaßnahme raten die zuständigen Behörden, nicht ins Freie zu gehen. Die Strahlenbelastung reduziert sich in geschlossenen Gebäuden auf weniger als 10%. Lassen Sie bitte die Fenster geschlossen, begeben Sie sich in den betroffenen Regionen nicht ins Freie, bis Entwarnung gegeben wird. Der Landeshauptmann hat den Notstand ausgerufen. Den Anweisungen von Polizei, Heer, Feuerwehr und Rettung ist unbedingt Folge zu leisten. Es hat ein paar Auffahrunfälle gegeben. Ich habe leider einen Unfall mit einem tödlichen Ausgang. Entschuldigung, Herr Rinolla. Das sind die letzten Daten von der Grenze. Was sollen wir denn den Eltern sagen? Wir haben zahllose Anrufe von Pendlern, die wissen wollen, wann sie ihre Kinder abholen können. Die Bevölkerung hat sich wirklich sehr dicht. Am besten ist, wenn alle dort bleiben, was sie sagen. Wenn sie jetzt mit ihren Kindern durch die Gegend von der Gefährdung sind, ist noch unnötig. Und Sie glauben, die Leute werden sie dann halten? Nein. Würde ich auch nicht, wenn es um mein Kind geht. Aber probieren sie es trotzdem. Gutes. Bitte. Nein. Wo ist er denn? Weißt, ich wollte mich nur bei ihm entschuldigen, dass ich ihm heute so angegangen bin. Sag ihm bitte, es tut mir leid und sag ihm, er hat das Richtige gemacht. Ja? Papa, ich muss jetzt wieder. Du warst doch auch draußen im Regen. Ja. Wieso? Ich fütter jetzt das TAMOS-Programm. Ich versuche die Trajektorien der kontaminierten Wolken zu berechnen. Vielleicht könnte ich daraus die Deposition. Das Simulationsprogramm hat nur Sinn, wenn wir halbwegs genaue Daten haben. Aber wenn ich die Bestückung eines Meilers nehme, also 42 Tonnen Uranoxid und mit 1% Freisetzung operiere, dann könnte ich. Das ist Wahrsagerei. Die haben dort einen schweren Unfall, sonst hätte es bei uns gar nichts abgeregnet. Kraftwerk Dukovany meldet, sie melden einen katastrophalen Unfall. Sie schreiben, dass davon auszugehen ist, dass bisher ungefähr 15% des Inventars in die Atmosphäre gelangt sind. Aus noch unbekannten Gründen ist es zu einer Explosion gekommen, die die Hallendecke durchschlagen hat. Es wird daran gearbeitet, den offenen Reaktor durch Bohrsäure und Sandabwürfe zu schließen. Einer, sicher? Einer. Wenn einer durchgegangen ist, wie wollen die den anderen in derselben Halle schützen? Da ist nichts dazwischen, null.
Herr Seelitsch, jetzt können Sie die Simulationsprogramme mit Daten füttern. Heißt das, dass das zwar nicht alles? Da kommt was auf uns zu, was unter Umständen noch viel schlimmer ist. Sind andere Bundesländer betroffen? Ist Wien bedroht? Herrschaften, die Strahlenzentrale weiß jetzt, was los ist. Wir haben einen GAU. Die Lage wird sich dramatisch verschlechtern. Bei der Wind- und Niederschlagsprognose für die nächsten 5 Stunden ist davon auszugehen, dass die Gebiete mit der roten Färbung über einen Wert kontaminiert werden, der eine Absiedlung der Bevölkerung empfiehlt. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich würde Ihnen liebend gerne eine andere Empfehlung geben. Meine Herren, die Strahlenzentrale empfiehlt eine Absiedelung der Gemeinden von Retz bis Horn. Bitte, meine Herren! Wir können die Fakten nicht ändern. Wir können die Fakten nicht ändern! Herr Rinaldo, beginnen Sie mit den Absiedelungsmaßnahmen. Absiedelungsmaßnahmen? Wie soll ich denn bitte 40.000 Menschen erklären, dass sie auf der Stelle weg müssen von daheim, obwohl es wieder brennt, noch die Flut kommt? Und dass ich keine Ahnung habe, wann sie wieder zurückkommen können? Einfahren sicher nicht. Ist doch ganz nass. Halt die Chance. Ciao. Ich ruf dich an. Okay. Was ist mit den Viecher? Die hat auch der Regen erwischt. Die müssen zurück ins Stall. Das hat keinen Sinn. Was soll das heißen? Menschenleben haben jetzt Priorität. Nein. Aber. Nein, wir gehen da nicht weg. Die Kleine ist noch in der Schule. Schauen, nein. Wenn sie in der Schule ist, dann müssen Sie sich ja keine Sorgen machen. Nein, wirklich nicht. Wir gehen jetzt Caroline. Da nicht weg. Kommen. Marie, Mann. Bitte. Ja, sag einmal, wo kommst du her? Schatz, du bist ja wahnsinnig nass. Wo warst du? Ich hab mich angeschaut. Wir waren mit Jonathan unterwegs. Ist so total nass. Kommen Sie. Wir müssen Sie alle dringend dekontaminieren. Ja, steigen Sie bitte ins Auto. Aber der Jonathan ist doch draußen. Wir sind nicht der einzige Druck da draußen. Wir finden ihn schon. Kommt. Du hast sie doch in die Schule geführt. Hab sie verbracht. Aber wir sind dann zu Hause.
Steigen Sie bitte aus, Ihr Fahrzeug ist kontaminiert und zuständig auch. Ich kann nicht, ich suche meinen Buben, der ist mit dem Moped unterwegs, der hat einmal ein Handy dabei. Wir werden den schon finden, kommen Sie, steigen Sie bitte aus. Ich werde Sie, ihr könnt's mir mal da. Aufgehört. Hey. Hallo, servus, wie geht's? Na, was hättest du denn gerade? Wie geht's dem Kleinen? Gerade ein Krebshüpper. Und der Theo schläft. Und bei dir? Kannst du nicht sagen. Also, ehrlich. Ich komm euch dann abholen. Aber wir haben einen ziemlichen Stress da. Ach, na du. Ist schön, dich zu hören. Ich lieb dich auch. Ich denk an dich. Ich hol euch dann ab. Was machst du da? Das soll ich es sagen, aber ich mir gemacht. Komm, gehen wir. Lass den Krempel fallen und komm! Steig ein! Was ist denn los? Thank you.
Kernschmelze im tschechischen Atomkraftwerk Dukovany ist die größte Katastrophe seit Tschernobyl 1986. Die Zahl der Toten im Kraftwerk und in dessen Umgebung ist noch unbekannt. Die extremen Bedingungen vor Ort erschweren die Arbeiten der internationalen Hilfsmannschaft. More information is just coming in on the incident in Dukovany. The Austrian government has begun evacuating areas affected by nuclear fallout. It's unclear how many people may have to abandon their homes. La République tchèque a déjà exclu la possibilité d'un acte terroriste et parle d'un accident. Une commission internationale d'experts est chargée d'examiner si les règlements de sécurité sont bien respectés dans les centres. British Prime Minister Brown and French President Sarkozy have said they're in close contact with the Austrian government to determine ways in which other European countries can help. The European Union has offered its full support. Germany, which is not yet to recover completely by the incident, has made transport facilities available and is providing shelter in the southern province of Kyiv.